Jetzt ist der Estrella-Bericht zurückverwiesen. Kommen wir zu einem weiteren Punkt. Von Abgeordneten Iacolino wurde ein Bericht über Korruption, Geldwäsche und organisiertes Verbrechen gestern angenommen. Dieser Bericht enthält relativ viele neue Punkte, vor allem was exekutive Eingriffsmächte der EU angeht. Können Sie diesen Bericht befürworten oder? Ja, im Grundsätzlichen ist dieser Bericht ja vernünftig. Ja? Das heißt also, das grundsätzliche Anliegen gegen Korruption, Geldwäsche, Steuerhinterziehung und vor allem auch gegen sozusagen das Unterlaufen von ordentlichen Ausschreibungsverfahren international, europaweit vorzugehen, halte ich für richtig. Ich halte es auch für richtig, dass es dort eine intensive Zusammenarbeit der Polizeiebene geben soll, aber nicht der Justiz. Die Justiz muss in der Hoheit der Mitgliedsländer bleiben. Deswegen lehne ich zum Beispiel diesen europäischen Staatsanwalt ab, der auch im Iacolino-Bericht verlangt wird. Das heißt, es ist dieser Iacolino-Bericht meiner Ansicht nach dann vernünftig, wenn man ihn auf der Ebene der Ermittlungszusammenarbeit sieht. Ja? Kampf gegen Korruption ist zunächst einmal eine Frage des Ermittlungsergebnisses und der Kooperation im Bereich der Ermittlungen. Und wenn dann die Sache ermittelt ist und anklagereif ist, dann muss es Sache der jeweiligen nationalstaatlichen Einrichtungen sein, Anklage zu erheben und die entsprechenden Gerichtsverfahren, Strafgerichtsverfahren durchzuführen. Und da beharre ich darauf, dass das in der Souveränität und in der Hoheit der eigenen einzelnen Mitgliedsländer bleibt. Auch das Bankgeheimnis wurde in Frage gestellt in diesem Bericht. Wie konkret sollte das aussehen? Wird das jetzt aufgehoben? Oder? Ja, es wird offiziell, ganz offiziell eine völlige Aufhebung des Bankgeheimnisses verlangt. Das unterstütze ich nicht, weil ich glaube, das, was wir in Österreich erreicht haben, ein vernünftiger Kompromiss ist. Wenn andere Länder weitergehen wollen, sollen sie das tun. Aber es sollte bitte nicht von europäischer Ebene verordnet werden.